Hallo, willkommen zurück zu Dragon Ball Z Kakarot. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So. Wir gehen mal. Wir sollen ja zum Roshi gehen. Aber ich würde gerne mal gucken, was denn noch so in der Welt passiert. Vielleicht gibt es noch eine Sidequest, die wir machen können. Da, nämlich im Quittenwald. Ah, Sensoborn gibt es auch. Ja, ansonsten. Master Kai hat nichts für uns. Dann können wir auch mal in den heiligen Quittenwald gehen und erstmal gucken, was da los ist. Wir müssen ja noch versuchen, die ganzen Seelenabzeichen zu erhalten der einzelnen Leute. Da fällt mir ein, ich habe ja noch neue bekommen, die könnte ich mal auf die Community Boards legen. Das dauert ja nicht lang. Aber das machen wir erst nach der Sidequest. Ich bin hier sprichwörtlich auf Gold gestoßen. Mann, ich bin am Verhungern. Wer hat denn was für uns? Ja, Jirobi. Hey, Jirobi. Hier bist du also. Ja! Oh, Son Goku, du bist's. Was willst du? Nur damit du es weißt, ich kämpfe nicht gegen Cyborgs. Ich bin nicht hier, um mit dir zu trainieren. Ich wollte nur ein paar Fische fangen. Kein Problem. Also ich bin ja auch kein Feigling. Ich könnte dir beim Training helfen, wenn du Lust hättest. Ich habe eine Idee. Lass uns doch herausfinden, wer von uns die meisten Fische fangen kann. Okay. Ja, Jirobi und Meister Quitte. Klingt gut. Ja, packen wir es an. Machen wir uns ans Angeln. Riesenkatzenfisch, scharlachroter Katzenfisch. Angeln also. Okay, bin dabei. Los geht's. Pack den Schwanz aus. Josh. Josh. Na komm. Wahnsinn. Riesenkatzenfisch. Den hätten wir schon mal. Einen davon. Da liegt ein Dragon Ball im Wasser. Meiner. Ich habe einen Dragon Ball. So, dann können wir mit dem Angeln direkt weitermachen. Köder benutzen. Welchen denn? Was haben wir denn? Ein Anglerberg vergrößert das Eingabefenster geringfügig, sodass Fische einfacher zu fangen sind. Erleichtert Fischfang durch mäßig vergrößerten Eingabefenster. Steigert das Farsch auf seltene goldene Fische minimal. Wahrscheinlich heißt das. Rumgekrebse K. Steigert die Anzahl der beim Angeln erhaltenen Objekte geringfügig. Probieren wir es doch mal. Ja, will ich. Cool. Oh, guck mal, der Fisch ist gelb. Fangrate erhöht, noch zwei übrig. Na komm. Gut, gut. Ja, er kommt. Goldener Katzenfisch. Krasser Scheiß. Ich meine, es ist nicht der, den ich brauche, aber trotzdem interessant. Noch einer. Oh nein. Hat trotzdem geklappt. Cool. Fetter Riesenfisch.
Ist das mit den Items? Juscha! Kann ich dann quasi Zwitter. Dafür sorgen, dass ich die Fische erhalte, die ich will? Also seltene Fische oder so. Aber jetzt brauche ich erstmal normale Kerzenfische. Komm her. Fisch, Fisch. Oh je. Yeah. Boah, der ist schnell. Roter. Oh mein Gott. Bäm. Wahnsinn. Roter Fisch. Ah, aber es war kein schaler roter Katzenfisch. Fangen wir heute einfach mal ein paar Fische, warum nicht? Wasch. Es beißt keiner an. Keiner kommt her. Aufmerksam geworden. Hey, schwimm nicht weg. Wir sind heute ein bisschen widerspenstig. Na komm. Hopp, hopp. Yeah. Oh Gott, wieder vertippt. Wenn ich Quick damit wären, sie sind alle machbar. Das ist ein Katzenfisch. Geil, jetzt fehlt mir eigentlich nur noch ein scharlachroter Katzenfisch. Komm, den scharlachroten, den kriegen wir auch noch. Der muss wahrscheinlich auch hier in diesem See sein. Den kriege ich auch. Ich habe einen goldenen, ich habe einen normalen, ich habe einen roten. Dann ist doch bestimmt hier der Scharlachrote auch mit am Start. Yeah. Na, da ist er doch. Ich hab gewonnen. Sagt immer den gleichen Satz. Ich habe einiges gefangen. Wie sieht's bei dir aus, Yajirobe? Niete. Ich habe Nieten. Hä? Ich habe Niete. Niente. Hä? Was ist Niente? Das bedeutet, ich habe nichts. Ich habe verloren. Und Frieden. Wirklich schade. Tja, ich werde wohl einfach. Warte mal. Du hast doch reichliche Fische. Du hast doch reichlich Fische. Da könntest du mir die Hälfte abgeben. Auf keinen Fall, die esse ich alle. Hey, was ist los? Mann, du bist aber geizig. Na schön, dann esse ich wohl bei Meister Quitte. Du kannst doch fliegen, also flieg mich bitte zurück zu Meister Quitte. Auf keinen Fall. Du kannst nicht auf Jinujun reiten. Was? Schon vergessen? Ich fliege einfach Huckepack bei dir mit. Tut mir leid, aber ich kann dir nicht helfen. Bis dann. Hey, was fällt dir ein, du Idiot? Na schön, aber bitte mich nie wieder um Hilfe. Eigentlich könnte ich ihn per Teleportation dorthin bringen. Du kaltherziger Mistkerl. Was willst du? Was willst du mich noch auslachen? Stell dich zum Teufel raus hier. Tja, wenn es so laufen soll, werde ich dich wohl doch nicht per Teleportation zum Meister Quitte bringen. Bis dann. Was zum Teufel? Warum hast du das nicht eher gesagt? Wir beide sind doch beste Freunde, oder nicht? Los geht's. Das ist wirklich ein Typ. Du hast also die ganze Zeit über Meister Quitte gewohnt? Ist bestimmt anstrengend, immer wieder den Turm hoch und runter zu laufen. Natürlich habe ich da gewohnt. Ich konnte ja nirgendwo sonst hin, aber sobald ich was Besseres finde, bin ich weg. Dann bringen wir mal freundlicherweise zum Meister Quitte. Wir sind ja netten. Hm.
Ah, du bist zurück. Ich wollte gerade die Ruhe, den Frieden genießen. Was redest du da, Meister Quitte? Du findest mich doch toll. Hotti! Wie soll man bitte einen Schmarotzer wie dich toll finden? Hey, das ist aber nicht sehr nett. Yadi, Jenna. Das dürfte dann wohl das Ende meiner kopfschmerzfreien Zeit sein. Tief in meinem Inneren weiß ich, dass du dich über meine Gesellschaft freust. Kuria! Sehe ich vielleicht fröhlich aus? Sieht aus, als hätte dir einen Helden einen Heidenspaß. Vielleicht gerade hier mit hin. Hast du Senso-Bohnen für mich? Ja, die Jenna. Herr Jerobi ist echt eine. Herr Jerobi ist echt eine Nummer. Ich bin noch nicht fertig. Nächstes Mal gewinne ich. Du wirst schon sehen. Okay, keine Senso-Bohnen für mich. Schade. Weil das Symbol ist. Da wird angezeigt, was es in diesem Bereich alles gibt. Wow, das ist viel. Okay. Nichts. Ja. Okay, alles klar, interessant. Gut, dann. Ich glaube, ich gehe nochmal in den Krippenwald. Ich würde nämlich gerne einen Spot suchen zum Trainieren. Vielleicht kann ich ja neue Sachen erlernen. Müsste ich auch mal gleich in meinen Skilltree gucken, ob das möglich ist. Ich habe da nämlich lange nicht mehr reingeschaut. Das weiß ich leider nicht mehr. Aha, super Kamehameha Stufe 2. Ah. Ja, erlern bitte. Genki-Dama, Stufe 3. Mega. Okay, da ist auch noch was. Super Erholung. 10% mehr Kampfgegenstände zurückgehalten. Cool. Da ist auch noch was. Schere, Stern, Papier, Stufe 3. Ja, genau, und das ultimative Schere, Stein, Papier, das müssen wir noch lernen. Trainingsspot, aber sonst, was ist das? Einschlagangriff. Geil. Okay, das heißt, eine Sache noch zu trainieren und den Rest habe ich dann. Kann ich das auch verbessern? Wo ist denn hier ein Trainingsspot? Da blinkt was. Da klippt was. Oder da leuchtet was. Es gibt nur eine Möglichkeit, die tief in Son Gokus schlummernden Kräfte zu wecken und den Dämonenkönig Piccolo zu besiegen. Ultraheiliges Wasser. Um das ultraheilige Wasser zu erhalten, stoßen Son Goku und Yajirobe tief in eine Höhle am Ende eines Eislabyrinths weit im Norden vor. Nachdem er die Prüfung der Dunkelheit abgeschlossen hat, kann Son Goku schließlich das ultraheilige Wasser trinken. Allerdings erweist sich das Wasser als Gift, das Personen nur dann Kraft verleiht, wenn sie einer sehr mächtigen Wirkung standhalten können. Das ist ultraheiliges Wasser. Wenn man das trinkt, wird man stärker. Einmal hat es mich fast umgebracht. Oh ja. Lauter Stuff. Aber ein Trainingsspot sehe ich jetzt persönlich nicht. Da blinkt noch was auf. Noch eine D-Medaille. Cool. Da ist auch noch ein Foto. Was? Bora und sein Sohn Opa leben im heiligen Quittenwald und haben die Aufgabe, ihn zu beschützen. Eines Tages finden sie ein Dragon Ball, werden jedoch von der Red Ribbon Armee angegriffen, die ihn an sich nehmen will. Bora kann gegen die Bösewichte bestehen, die Armee nimmt Opa jedoch als Geisel. Son Goku, der ebenfalls auf der Suche nach den Dragon Balls ist, trifft zufällig einen,
und besiegt Opas Angreifer. Okay. Leuchtet auch noch was. Eine D-Medaille. Way. Da ist ein Trainingsspot. Was? Wieso? Ich will jetzt Steinpapier Stufe 3 erlernen. Hab ich das nicht? Ups. Ich habe gedacht, ich hätte das erlernt. Ah, okay. Entschuldigung. So, jetzt aber. Warte mal. Gegen Son Goku Super Saiyajin. What? Come with me, bro. Gut. Wenn ihr es so haben wollt, gleiche Voraussetzung für alle. Genki-Dama gegen Genki-Dama. Ja, ich bin gestunt.
wir haben es gelernt. Yay. Du hast ultimatives Schere, Stein, Papier erlernt. Yes. Hm. Ich bin etwas angeschlagen. Ja, liegt was. Noch eine D-Medaille. Oh, ein seltenes Tier. Hier gibt es auch bestimmt einen Platz, wo ich was zu essen machen kann. Ja, hier direkt. Ein Quittenturm. Eine Mahlzeit essen. Irgendwas richtig, richtig Geiles. Bestes Goldwolfsfleisch. Yay. Gerade frisch gefangen. Kann ja nur lecker sein. Nom nom nom. Cool. Nee. Jetzt wollen wir auch das mal der Main Quest wieder zuwenden. Wo muss ich denn hin? Genau, zum Muten Roshi. Schon voll vergessen. Es ist ein Haus, es ist das Kami-Haus. Ja, da bist du ja, Son Goku. Möchtest du dir anhören, was Lunch zu sagen hat? Yo, Lunch! Sashiburi da na! Du bist da? Lunch, lange nicht gesehen. Jemand hat dich vergessen. Was ist los? Was los ist? Ich sag dir, was los ist. Tenshinhan, der alte Dreiauge, ist wieder im gelobten Land. Oh. Ja, stimmt was nicht? Nachdem er dem Tod ein Schnippchen geschlagen hat, dachte ich, dass ein Besuch angebracht wäre. Dann mach das doch einfach. Hab ich ja, aber er war nicht zu Hause. Ich habe es immer wieder versucht, ohne Erfolg. Offenbar bereist der Trottel die Welt, um zu trainieren. Seitdem ist er nicht wieder zurückgekommen. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wo er sein könnte. Jetzt sind wir schon zwei, ich weiß es auch nicht. Ach, jetzt hör doch auf, du kannst fliegen. Finde ihn für mich, komm schon, ich bitte dich. Was? Du kannst Energie spüren, du Depp. Es sollte ein Kinderspiel sein, ihn zu finden. Ach ja, habe ich ganz vergessen. Entschuldige für meinen Blackout, Muten Roshi. Mal sehen. Tenshinhan. Ja, hab ihn. Hey, er ist in der Nähe meines Hauses. Was? Du hast ihn gefunden? So schnell? Ja, wenn das alles wäre, gehe ich da mal wieder. Du Idiot, ich bin noch nicht bereit. Ich hatte nicht erwartet, dass du ihn so schnell findest. Ihn zu
Treffen erfordert, naja, eine gewisse Vorbereitung. Versuch ihn zu beschäftigen, bis ich fertig bin, verstanden? Ich beeil mich. Tja, da versucht man einmal nett zu sein. Ein Krieg steht bevor. Begib dich auf die Weltkarte hin. Südöstliches Gebirge. Okay, und mit dieser tollen Aussicht auf diesen geilen Strand sage ich schon mal, danke sehr fürs Zusehen bei Dragon Ball Z Kakarot. In der nächsten Folge machen wir einfach weiter. Finden Tenshinhan und gucken, was noch so in der Welt passiert. Also, macht's gut. Bis dann.